Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein wenig was über das Genre Fantasy erzählen. Ich bin unter anderem bei meinem Frage-Antwort-Video danach gefragt worden, was es denn da für Unterschiede gibt. Was ist High Fantasy? Was unterscheidet das zu Urban Fantasy? Welche Genres gibt es da noch? Was macht die Fantasy zur Fantasy? Und ich finde das eine ganz spannende Frage. Zudem ist ja auch Fantasy definitiv eins meiner Lieblingsgenres, in dem ich mich super gerne aufhalte, ganz gefühlt fast egal, in welchem Subgenre ich mich da befinde. Und es war auch so der Wunsch, das habe ich auch schon unter zwei, drei anderen Videos gesehen, einfach mal so Beispiele zu haben, welche Bücher dann zu welchem Genre im Grunde gehört. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass das nicht immer ganz einfach ist, weil es sehr oft natürlich eine Mischung aus den Subgenres ist, wenn dann im Grunde ein Buch oder auch ein Film oder es gibt ja auch PC-Spiele da in irgendeiner Art und Weise entstehen. Ich habe mir mal die offizielle Beschreibung der Fantasy sozusagen angesehen und habe gelesen, dass die Fantasy als modernes Subgenre der Fantastik bezeichnet wird. Fantasy stellt übernatürliches, märchenhaftes und magische Elemente in den Vordergrund, auch Mythen, Volksmärchen oder Sagen werden zur Geschichtenerzählung mit einbegriffen. Oft werden auch Sagengestalten wie Zwerge, Zauberer und Vampire in die Geschichte eingebaut. Und es heißt hier immer so schön, die fiktive Welt wird innerhalb der Geschichte zur Realität. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ganz Großes und Tolles an der Fantasy ist, dass man im Grunde das einfach so für natürlich nimmt, dass das die Realität in dieser Geschichte ist, dass das nicht in Frage gestellt wird, was da passiert und dass wir ja auch sehr oft einen Charakter haben, der zum Beispiel in der Urban Fantasy Welt aus unserer Welt kommt und durch seine Augen wir auch seine neue Welt sozusagen kennenlernen. Und ich habe jetzt ein paar Untergenres mir dazu genommen und die gehen wir einfach so ein bisschen nach und nach durch und ich erzähle euch da auch ein paar Beispiele zu den einzelnen Genres, was ich mir da so ein bisschen überlegt habe und warum. Wir starten, ich sag mal, mit der klassischen High Fantasy, eins meiner absoluten Lieblingsgenres, wenn man es als Einzelgenre betrachten möchte. Hier, das ist auch einfach wirklich das Klassischste der Fantasy-Subgenres. Wir haben hier eine fiktive Fantasy-Welt und hierin ist eben die Geschichte auch angesiedelt. Meist ist es sehr mittelalterlich gehalten, beziehungsweise fühlt es sich eben auch so ein bisschen an, wie wenn man selbst in der Geschichte eine kleine Zeitreise macht. Oft ist die High Fantasy eben auch geprägt von magischen Elementen. Also egal, ob es dann vielleicht zum Beispiel diese Gestalten gibt wie Zauberer oder auch Drachen oder wirklich, dass wir Zauberinnen haben, Zwerge, allerhand dieser sagenumwobenen, sage ich mal, Figuren. Meist beinhalten High Fantasy Stories eine Reise oder auch eine Suche und auf dieser befinden wir uns dann und es ist auch sehr oft klassisch das Gut gegen das Böse. Das bricht natürlich die ein oder andere Geschichte auch auf, aber so eine klassische Heldenreise findet man sehr, sehr häufig in der High Fantasy Welt. Beispiele, ich meine, das, was uns wahrscheinlich allen bei High Fantasy einfällt, ist natürlich der Herr der Ringe. Wir haben hier eine fiktive Welt, die wirklich so ein bisschen mittelalterlicher angehaucht ist. Wir haben hier eine Reise, wir haben eine Suche, wir haben sagenumwobene Figuren und wir haben gefühlt wirklich alles in Mittelerde, was es irgendwie fantasymäßig geben kann und sogar eine eigene Sprache. Also richtig, richtig großartig. Natürlich auch das Lied von Eis und Feuer. Auch hier haben wir die Welt, Westeros als Kontinent. Wir haben auch wieder dieses etwas mittelalterlichere. Wir haben nicht ganz so diese Reise, diese Suche, die haben wir so in den Nebenplots. Hier haben wir natürlich eher so diesen Kampf und die Streitigkeiten um einen Thron. Also doch etwas ganz Greifbares, tatsächlich mit Intrigen und Lügen. Und aber natürlich auch so diese Fantastik drumherum. Wir haben zum Beispiel eben auch Drachen. Magie ist so ein bisschen außen vor. Die findet eher so ein bisschen zwischen den Zeilen statt, beziehungsweise eben nur so vereinzelt. Und auch das eine klassische High-Fantasy-Welt. Dann im letzten Jahr gelesen Eragon von Paolini.
Auch hier natürlich, wir haben Drachen, wir haben verschiedene Figuren, Wesen, die in dieser Welt eine Rolle spielen. Wir haben den Drachenreiter, auch diese Welt eben konzipiert, auch wieder ein bisschen mittelalterlicher, nicht sehr modern. Und hier haben wir wieder diese klassische Reise und Suche und ja, dass eben ein Held zu diesem wird während der Geschichte. Und dann habe ich mir noch die Elfen von Bernhard Hennen aufgeschrieben. Hier verrät es gefühlt schon fast der Titel, dass wir eben auch eine eigene Welt haben, die Bernhard Hennen geschaffen hat und eben auch diese richtigen Fantasy-Elemente im Grunde aufgreift und uns hier auch viel Spaß haben lässt. Dann gibt es die Low Fantasy oder auch pseudo-historische Fantasy. Das fand ich mega spannend, dass es dafür noch einen extra Begriff sozusagen gibt. Und hier haben wir real-historisches, was mit einer fiktiven historischen Welt gemischt wurde. Hier gibt es in der Regel weniger Fantasy-Wesen und auch kaum bis wenig Magie. Und oft ist es eben eine Mischung aus unserem historischen Leben, also ein historischer Roman, aber eben doch mit Fantasy sozusagen, mit Fantasy-Elementen verwoben. Ganz klassisch ist es zum Beispiel alles um die Artus-Saga, zum Beispiel auch die Avalon-Reihe von Marion Zimmer-Bradley, ein Buch, was ich großartig fand. Es ist ein absoluter Wälzer, aber wirklich zu empfehlen. Und hier hat man eben im Grunde eine Geschichte, die es ja durchaus historisch gibt und die aber um Fantasy so ein bisschen selbst erzählt wurde, als wenn man aus einer Legende dann eine Wahrheit zum Beispiel macht. Und dann, was ich hier auch finde, was gut reinpasst, ist die Highland Saga von Diana Gabaldon. Die passt natürlich auch so ein bisschen in diese Zeitreise-Subgenre, wenn man das extra aufzählen möchte, aber hier haben wir eben schon unsere Zeit, unsere Welt und auch Menschen, die aus unserer Zeit sind und die aber zurück eben durch die Zeitreise reisen in eine Art historischen Roman. Und da haben wir eben diese Mischung und eben den Fantasy-Anteil mit der Zeitreise. Also das ist, finde ich, auch sehr, sehr klassisch. Dann gibt es wohl auch ziemlich vielen von uns bekannt die Urban Fantasy oder auch Contemporary. Ist, glaube ich, so das Genre, was man gerade im Jugendbuchbereich, beim Fantasy-Bereich sehr, sehr häufig findet. Und hier haben wir eben wirklich die Mischung aus unserer Welt, eben realitätsbezogen zu eben fantastischen Elementen oder wo sich eben eine zweite Welt in unserer Welt aufmacht. Unsere Welt verschmilzt in diesem Moment mit der magischen, fantastischen Welt und wird zu einer. Und es wird eben sehr oft durch einen Protagonisten diese Tür geöffnet und wir erfahren dann alles aus dieser neuen, fantastischen Welt durch unseren Protagonisten, der eben auch sehr, sehr häufig aus unserer Welt dann eben stammt. Und auch den Wandel unserer Welt mit der fantastischen Welt, auch diese Perspektive lernen wir dadurch eben sehr, sehr häufig kennen. Klassisches Beispiel ist natürlich Harry Potter, der erstmal denkt, er ist einer von uns, er ist ein Muggel, was er dann aber natürlich nicht ist. Er ist ein Zauberer und durch ihn haben wir nicht nur eine Reise, die natürlich klassisch wieder für die Fantasy spricht, er ist auf der Suche und wir lernen eben die magische Welt durch seine Augen kennen und das wirklich auf einer wunderbaren Art. Und ich glaube, dass deswegen auch Harry Potter wirklich so erfolgreich ist, weil es eben die Tür zu dieser fantastischen Welt auch so grandios aufmacht. Auch die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Hier haben wir natürlich auch im Grunde eigentlich Menschen, mehr oder weniger, die aber eben auch Schattenjäger sein können, die mit Vampiren befreundet sind, die Werwölfe kennen. Und wir haben hier auch die Mischung von Clare, die eben, im Grunde auch eigentlich denkt, sie ist ein normales Mädchen bis zu ihrem 16., 17. Geburtstag und dann aber erfährt, oh, sie ist doch irgendwie eine Schattenjägerin und sich dann eben auch diese beiden Welten sehr vermischen. Natürlich gehört auch die Twilight, die Biss-Reihe von Stephanie Meyer dazu. Hier haben wir Bella, die auch ein normales Mädchen ist und dann aber doch auf Vampire trifft und auch auf Werwölfe. Und wir auch durch ihre Augen eigentlich erfahren, wie die Welt der Vampire funktionieren. Hier ist es schon mehr so, dass sich die fantastischen Elemente in unserer Welt einfügen, während es ja wirklich bei Harry Potter oder auch den Chroniken der Unterwelt eher andersrum ist, dass der Protagonist, der uns in diese Welt führt, im Grunde auch mit hineinnimmt. Dann gibt es natürlich auch noch die Chroniken von Narnia,
wo ich mir auch denke, ja, das geht natürlich auch in die Richtung. Wir gehen durch eine Tür und ja, sind dann natürlich in der fantastischen Welt. Also tatsächlich noch klassischer, dass wir wirklich diesen Eingang miterleben, wie wir da hinkommen. Und ja, das ist für mich Urban Fantasy, ist eben immer alles, was irgendwie möglich ist. Und wer sagt uns, dass es nicht tatsächlich Vampire gibt, die uns irgendwann mal beißen und wir unsterblich werden. Wir können es nicht wissen. Ja, dann gibt es auch noch die Märchenromane. Und hier hat man eben moderne Märchen mit klassischen Elementen, die sehr oft eine sehr lineare Erzählweise haben, oft diese Schwarz-Weiß-Denken haben. Und wir eben auch ganz oft Fabelwesen aus unseren Märchen kennen, die eben schon sehr, sehr alt sind. Und hier habe ich so die unendliche Geschichte entdeckt von Michael Ende, weil hier haben wir natürlich verschiedene, ja, Sagen und Geschichten und natürlich auch wirklich so ein Märchen, was sich umherzieht. Warum ist die unendliche Geschichte kein Urban Fantasy? Weil natürlich der Eingang in diese Welt nicht funktioniert wie bei den anderen Charakteren, sondern durch dieses Buch passiert. Und nein, das Buch ist nicht vergleichbar mit einer Tür. Ja, das muss man tatsächlich so sagen. Also wer sich jetzt diese Frage stellt, es ist tatsächlich so, dass die unendliche Geschichte eben kein Urban Fantasy ist, weil Phantasien eben eine Extrawelt ist, die nicht in unsere inbegriffen ist. Und zum Beispiel auch Alice im Wunderland, auch das ist nicht wirklich Urban Fantasy, sondern eine Märchenadaption oder eben ein Märchenroman, weil Alice, weil man eben nicht weiß, gehört diese fantastische Welt zu unserer Welt und eigentlich ist sie woanders. Und das unterscheidet eben dann eben Urban Fantasy von der Märchenwelt. Und dann auch sehr klassisch, der Zauberer von Oz geht in eine ähnliche Richtung. Und das, glaube ich, erklärt ganz gut den Unterschied, wieso es dann eben kein Urban Fantasy ist und auch kein High Fantasy, sondern eben, dass da eben ein Mensch durch ein Mädchen oder auch Jungs bei der unendlichen Geschichte eben durch ein Tor gehen, durch ein Loch fallen mit dem Hasen, mit dem Märzhasen und dann eben in Phantasien landen oder eben im Wunderland. Und ja, dann gibt es noch die Science Fantasy, eine ja auch sehr geliebte Subgenre von mir selbst. Hier haben wir eben, ja wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. Manchmal hat diese Genre auch diese Steampunk-Elemente und hier hat man eben tatsächlich so dieses zukünftige, nicht so ans Mittelalter gelehnte High Fantasy zum Beispiel, sondern eher mit einem Blick nach vorne, obwohl man sich doch zeitlich gesehen weiter hinten in der Vergangenheit befindet, weswegen auch dieses Steampunk sehr oft ein Element ist. Otherland von Ted Williams ist zum Beispiel so ein Fall, auch Star Wars von George Lucas ist zum Beispiel ganz klassisch, dass die Erzählsicht eigentlich irgendwo in der Zukunft ist, trotzdem alles nicht so richtig ja, fiktional ist. Und das ist natürlich wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, wie ich fand, das ich im Internet entdeckt habe. Und ich habe mir auch gedacht, der Goldene Kompass von Philip Pullman müsste für mich auch in diese Richtung gehen, weil wir haben hier eben schon Fantasy, aber eben doch mit Science-Fiction-Elementen, die eben auch wieder sehr klassisch zur Science-Fiction gehört. Und diese Mischung macht es für mich tatsächlich sehr besonders und sehr schön und ja, macht eben auch so dieses, was könnte sein und nicht nur, was ist gewesen. Und das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Dann sehr populär geworden, unter anderem auch durch die Twilight-Reihe, ist natürlich Romantasy. Hier haben wir eine Mischung von Fantasy und Romantik. Hier steht ganz klar im Fokus die Liebesgeschichte, dass wir meist zu Beginn zwei Charaktere kennenlernen, die sich verlieben, die aber irgendetwas Fantastisches meist irgendwie trennt oder eben sie dann doch mit etwas Fantastischem konfrontiert sind. Zum Beispiel die Edelstein-Reihe von Kerstin Gier. Hier haben wir das Fantastische, dass eben Zeitreisen möglich sind, dass das eben durchs Blut möglich ist, dass wir auch trotzdem eine Liebesgeschichte haben, die so ein bisschen im Fokus steht. Und das ist dann im Grunde so ein bisschen Romantasy. Natürlich auch die Biss-Reihe. Wobei hier eben es eher deswegen Urban Fantasy ist, weil er eben ein Vampir ist und nicht zwei Menschen etwas Fantastisches erleben. Deswegen würde ich hier so ein bisschen eine Trennung reinnehmen. Dann auch die Selection-Reihe von Kira Cass, die ja wirklich in einer
fast schon dystopischen Welt unterwegs ist, aber eben schon in einer fantastischen Welt und eben schon auch diese Liebesgeschichte im Vordergrund steht, wo ja dieser Model-Contest stattfindet. Also es sind ja keine Models, es soll ja die Braut werden. Und man aber schon diese Liebesgeschichte einfach in dem Vordergrund hat. Und dann auch noch die Lux-Reihe von Armentrout. Ohne dass ich sie groß gelesen habe, ist sie ja auch so das klassische Beispiel der Romantasy. Eben auch diese fantastische Welt mit Gaben, die es gibt und eben einer Liebesgeschichte, aber eben nicht mit einem anderen Wesen, wenn man so möchte, wenn man da den Unterschied zu Urban Fantasy ziehen möchte. Dann befinde ich mich gerade im Dark Fantasy Fieber mit der Hexersaga zum Beispiel. Und bei Dark Fantasy hat man eben sehr düstere Fantasy-Welten mit Dämonen und Schattenwesen, meist eben auch wirklich so Horrorelementen. Es ist sehr oft die Geschichte aus dem Blick des Bösen beschrieben, des vermeintlichen Bösen, eben der anderen Seite, nicht durch den des Menschen, der irgendwie in diese Welt gerät, sondern eben oft von Wesen aus dieser Zeit. Sehr häufig gibt es auch einen erotischen Anteil und wir haben hier wirklich sehr traumartige Welten, die eben mit Fantasy oft geknüpft sind, um diese Geschichte zu erzählen. Ganz klassisch, wenn man bei dem Bösen bleiben möchte, sind es die Vampirchroniken von Anne Rice. Die sind ja aus der Sicht von Lestat, einem Vampir, erzählt und unter anderem kennt man ja Interview mit einem Vampir daraus, der auch wirklich grandios verfilmt wurde. Und das ist natürlich wirklich so dieses Thema. Wir sind, eigentlich ist es irgendwie Urban Fantasy, weil wir sind natürlich in unserer Welt, wir haben Vampire, aber die Düsternis, diese Dunkelheit und eben, dass es aus der Sicht des Bösen sozusagen geschrieben ist, macht es dann eben eher zur Dark Fantasy. Auch die Dunkle Turmreihe von Stephen King gehört dazu, weil hier natürlich die Portion Horror so mit reinkommt und das Dunkle und Düstere und ohne dass ich sie gelesen habe bis auf Band 1, ist das aber ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Und eben auch die Hexersaga. Und jetzt könnte man sich fragen, warum ist diese Story nicht High Fantasy? Warum ist die nicht was mit historisch oder Es ist tatsächlich auch so, dass das eben sehr viele düstere Momente hat, sehr dunkel ist, sehr bösartige Kreaturen in dieser Welt unterwegs sind und wir zwar die Geschichte nicht erzählt bekommen von einem Bösen, denn Geralt gehört ja definitiv mehr oder weniger zu den Guten, wobei auch hier sich wieder die Frage stellt, im Gegensatz zum Menschen, der die anderen Geschichten erzählt, ist Geralt eben auch ein Mutant. Und wir haben auch noch die Sicht von Yennefer zum Beispiel, die ja eine Magierin ist. Also wir haben hier nicht diese klassische Erzählperspektive eines Menschen. Wobei, ja, Rittersporn als Dichter, Poet, wenn der was erzählt, ja. Aber auch das gehört eher zur Dark Fantasy, weil es eben viel dunkler ist, viel düsterer ist, man nicht diesen geradlinigen Weg eines Helden hat. Vielleicht eine Suche oder auch eine Reise, aber eben doch nochmal ein bisschen anders. Und auch diese Welt sind meistens eben ein bisschen mittelalterlicher angelegt und macht es eben so auch ein bisschen dunkler und düsterer. Erotik ist zum Beispiel auch im Hexerroman in der Reihe definitiv auch vorhanden. Gibt es wahrscheinlich in der Dark Fantasy sogar noch ausgeprägter. Mir reicht der Anteil in der Hexersage aus, ohne dass ich mich genervt fühle. Und da gibt es bestimmt noch andere Beispiele. Da ich das aber einfach nicht lese, war es für mich schwer, hier Beispiele zu finden. Und als letztes Beispiel eines Subgenres habe ich jetzt noch Social Fantasy oder auch Social Science Fantasy, meine Güte, wer sich sowas ausdenkt. Und hier haben wir eben so eine klassische Dystopie, die natürlich vermeintlich eher in die Science Fiction geht, aber eben sehr oft auch eine fiktive Welt beinhaltet, die eben dann wieder aus der Fantasy kommt. Wobei wir hier eben auch diese Mischung aus Science Fiction und Fantasy haben und tatsächlich eher etwas Gesellschaftskritischeres haben oder auch Sozialkritisches und eben oft eine düstere Zukunftsversion haben von unserer Zeit. Dazu gehört zum Beispiel die Panem-Reihe, wobei hier ist natürlich auch wieder so ein bisschen Urban Fantasy mit drin, aber für mich gehört die Panem-Reihe von Susan Collins auf jeden Fall hier mit dazu, weil wir eben in einer fiktiven, fantastischen Welt sind, die eben schon so funktioniert, wie wir unsere Welt kennen, aber eben doch dieses sozialkritische aufweist, also so eine klassische Dystopie eben ist. Auch Report der Markt von Margaret Atwood ist sehr klassisch für dieses Subgenre, weil es ist natürlich schon auch wieder in diese Science-Fiction-Richtung
Richtung. Es ist eine düstere Science-Fiction-Version, aber auch mit Elementen der Fantastik und auch die Erzählweise, wie uns das erzählt wird, macht es eben zu Fantasy. Auch die Ersee-Reihe von Ursula K. Le Guin ist für mich auch ein klassischer Roman, der in diese Reihe und in diese Richtung geht, weil er eben auch wieder diese klassische Utopie dann in dem Fall ist. Also und uns das eben auf eine ganz andere Art und Weise erzählt. Und das sind so tatsächlich die feinen Unterschiede innerhalb der Subgenres, die unfassbar schwer sind, wirklich festzuhalten. Ich persönlich bin jetzt auch überhaupt kein Mensch tatsächlich, der in Gedanken immer überlegt, oh, welche Genre lese ich gerade? Also ja, ich weiß, ich lese Fantasy und in meiner Kategorienliste, in meiner Buchliste ist das tatsächlich einfach ein F wie Fantasy. Ich unterscheide da auch nicht zwischen High und Urban und Dark und was auch immer. Für mich ist das alles Fantasy. Ich fand es aber tatsächlich mega spannend, hier so ein bisschen zu recherchieren und zu überlegen, wer trennt was, wie und warum. Und natürlich ist das auch nichts, was so in Stein gemeißelt ist, auch die Beispiele. Es gibt, glaube ich, genügend Beispiele, wie man an der Twilight-Reihe zum Beispiel sieht, die einfach so gefühlt so alles ein bisschen sein könnte, auch von jedem ein bisschen wieder ausgeschlossen wird. Aber es gibt sehr wenig, sehr Reines. Und selbst beim Herrn der Ringe, gibt es natürlich auch die Menschen und wo man wieder sagen könnte, ja, die sind da eben in diese Welt geraten, wobei sie die ja nicht anders kennen, aber oder bei der unendlichen Geschichte, beim Bastian Balthasar Bax, warum ist das Märchen, wieso nicht was anderes? Ich glaube, dass es da schon einen roten Faden gibt, aber viele Geschichten sich einfach innerhalb des Fantasies austoben und eben einfach ihre eigene Geschichte sozusagen sich so ein bisschen was von hier und von da und im Großen sind wir da. Und ich glaube, dass das eben auch das Besondere der Fantasy ist, dass die Subgenres sich so ein bisschen mixen und dass das eben auch besonderen Spaß macht. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat, auch so im, was sind die Unterschiede, welches Buch könnte was sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Plan ist in den nächsten Wochen auch jetzt immer ein bisschen zu den Genres Buchtipps zu geben. Ich werde da jetzt eine Reihe vorbereiten. Ja, dass es immer so 5 Highlight-Bücher aus einem Genre gibt. Ich überlege noch, ob es Sinn macht, tatsächlich in den Unterkategorien der Fantasy sozusagen zu sortieren, weil ich glaube, wie man gemerkt hat, manchmal sind mir auch nur 2, 3 Beispiele eingefallen. Da könnte es sonst schwierig werden, wobei, wenn man jetzt Fantasy als ein Thema nimmt, würden mir mehr als 5 einfallen. Aber da könnt ihr mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wie tief sozusagen die Trennung innerhalb der Genres sein muss. Natürlich kann man zwischen High Fantasy und Low Fantasy und auch noch Urban. Ich glaube, das ist so ein recht einfaches Trennen, aber umso tiefer man das hinunterbricht, umso schwerer wird es gefühlt dann auch, wirklich festzulegen, was ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne über Fantasy in den Austausch kommen in den Kommentaren und ob ihr euch vielleicht mehr so Genre-Erklärvideos wünscht und wenn ja, von welchem Genre ihr euch das wünscht. Weil ich weiß immer gar nicht so richtig, wo ist vielleicht ein anderes Verständnis da, wie ich es irgendwie habe oder wo fragt sich jemand das. Lasst es mich gerne wissen, ich würde mich sehr freuen. Lasst uns gerne über Fantasy quatschen, gehört ja definitiv zu einer meiner Lieblingsgenres und da freue ich mich auf den Austausch. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.